Und bei uns im Studio begrüße ich jetzt den Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, Martin Sellmayr. Schönen guten Abend. Guten Abend und danke für die Einladung, Herr Thür. Danke fürs Kommen, Herr Dr. Sellmayr. Am 27. Dezember wurden in der ganzen Europäischen Union in allen Ländern zeitgleich die Impfungen gestartet, um ein Symbol der Einigkeit, der europäischen Einigkeit zu setzen. Wenn jetzt einige Länder früher fertig sind mit den Impfungen und die Impfungen der gesamten Bevölkerung anbieten können, was ist denn dann das für ein Zeichen? Das wäre kein gutes Zeichen und deshalb hat die Europäische Kommission im letzten Jahr einen Mechanismus vorgeschlagen, dass jeder Mitgliedstaat anteilig zu seiner Bevölkerung, an der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union Impfstoffe bekommt. Das hat auch weitgehend geklappt. Österreich beispielsweise hat genau die bestellten Impfmengen in Höhe seiner Bevölkerung bekommen, also 2% von 50 Millionen derzeit verimpften Impfdosen. Aber bei anderen ist das etwas anders gelaufen, aber nicht aufgrund einer willkürlichen Entscheidung von irgendwelchen Bürokraten aus den EU-Institutionen, sondern aufgrund einer gemeinsamen Entscheidung der Mitgliedstaaten, die eben einen Mechanismus entwickelt haben, wenn Impfdosen nicht abgerufen werden, wie man die dann weiterverteilen kann. Und das führt dazu, dass es jetzt in einigen Mitgliedstaaten, einige, die auch etwas stärker manchmal betroffen sind, etwas mehr Impfdosen gibt und in anderen weniger. Aber das bleibt dabei, der Grundmechanismus ist an der Bevölkerungsanzahl orientiert. Aber sehen wir uns diese Verzerrungen in einer Grafik vielleicht genauer an. Wir haben ja eine Grafik, die zeigt, wie viel mehr oder weniger die jeweiligen Staaten erhalten haben im Vergleich zu ihrer Bevölkerung. Und hier sehen wir, dass einige Länder, Malta, Zypern, Schweden, Deutschland, Dänemark, profitiert haben. Malta hat 155% mehr Impfstoff bekommen, als ihm eigentlich nur auf Basis der Bevölkerungsgröße zustehen würde. Bulgarien hat 59% zu wenig. Sieht so europäischer Zusammenhalt aus? Nun ist es das Ergebnis eines Verfahrens, was die Mitgliedstaaten so beschlossen haben. Sie müssen sich vorstellen, dass beim Impfen die Europäische Union nicht zentral entscheidet. Da sitzt nicht Ursula von der Leyen oder Charles Michel und entscheidet für die ganze Europäische Union, sondern wir haben alle 27 Staaten um einen Tisch sitzen. Alle Entscheidungen müssen von allen gebilligt werden. Es ist also sozusagen eine Art von institutionalisierter Landeshauptleutekonferenz auf europäischer Ebene, die hier entscheidet. Und deshalb werden diese Ergebnisse auch von allen zu verantworten sein. Hier ist nicht irgendwie etwas unter der Hand weiterverteilt worden, sondern einige Mitgliedstaaten haben gesagt, ich brauche eine Dose nicht oder ich möchte die nicht haben zum jetzigen Zeitpunkt, ich kann sie noch nicht verimpfen. Andere haben gesagt, dann springe ich ein und wir gleichen das später aus. Das ist also eine Momentaufnahme. Auch Österreich hat übrigens von diesem Mechanismus ja profitiert. Ich erinnere daran, dass vor wenigen Tagen die Europäische Union für Österreich 100.000 zusätzliche Dosen für den Bereich Schwarz zur Verfügung gestellt hat. Sonst wären wir unter unserem Bevölkerungsanteil, so kommen wir genau auf die Null. Genau, und so kommen sie genau auf die Null. Also Österreich hat alles richtig gemacht, aber was auf der gesamteuropäischen Landkarte natürlich problematisch ist, dass Länder, die etwas ärmer sind, die sich nicht den Impfstoff, vor allem die teuren Impfstoffe leisten können, den sie ja selbst bezahlen müssen, das ist ja nicht die Europäische Union, die das bezahlt. Die Europäische Union hat dafür kein Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Das muss jeder Mitgliedstaat selbst bezahlen, dass die wie Bulgarien hier hinten an sind. Und darauf hat der Bundeskanzler am Freitag ja hingewiesen. Und ich hoffe, dass der Appell jetzt des Bundeskanzlers eine große Solidaritätsaktion für Länder wie Bulgarien oder auch Lettland auslöst, dass andere Mitgliedstaaten, die mehr haben, das kann auch Österreich sein, eben jetzt solidarisch weiterverteilen. Denn wir haben nichts davon, wenn einige Mitgliedstaaten durchgeimpft sind und andere nicht. Das Ziel der europäischen Impfstrategie ist, dass alle Mitgliedstaaten und auch unsere Nachbarstaaten und Partnerstaaten bis zum Sommer Impfungen anbieten können, dem großen Teil ihrer Bevölkerung. Aber warum wird das der Öffentlichkeit erst jetzt im März bewusst? Ich gestehe, ich habe diesen genauen Schlüssel der Verteilung nicht gewusst. Sie schreiben heute auch auf Twitter, wenn etwas schiefläuft in Europa, dann ist die EU schuld. Selbst wenn die Regierungen nicht mit ihren eigenen Beamten gesprochen haben. Glauben Sie, war es allen Regierungschefs im Europäischen Rat bewusst, was da vor sich geht und was da passiert? Am letzten Freitag war der kroatische Ministerpräsident Plenković in Brüssel zu Gesprächen und ist danach auch ja interviewt worden. Und der wusste davon, der gehört zu denjenigen, die hier nicht so gut abgeschnitten haben, weiß aber, dass er zu einem späteren Zeitpunkt das wiederbekommen wird. Und ich selber habe auch übrigens der hervorragenden österreichischen Medienlandschaft in den letzten Wochen und Monaten mehrfach Informationen zu diesem Mechanismus entnommen. Beispielsweise am 18. und 19. Februar war ein ausführlicher Artikel in der österreichischen Presse,
zu lesen, wo genau der Mechanismus und auch die Möglichkeit, zusätzliche Dosen zu bekommen und von anderen Dosen weiterzugeben, beschrieben wurde. Also ich glaube, wir sollten nicht da jetzt auf die EU schieben, wir sollten nicht aufeinander schimpfen, sondern jetzt in dieser schwierigen Situation, wo wir alle ungeduldig sind, wo alle geimpft werden wollen, nicht aufeinander einprügeln, sondern gemeinsam anpacken und pragmatische Lösungen finden. Nächste Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs. Und wenn dabei herauskommt, dass wir wieder zu dem Schlüssel zurückkehren, den die Europäische Kommission letztes Jahr vorgeschlagen hat, exakt nach der Bevölkerung den Impfstoff zu verteilen, dann hat diese ganze dramatische Entwicklung der letzten Tage vielleicht auch etwas Gutes. Aber die EU-Kommission, und das sei schon angefügt, hat immer wieder davon gesprochen, dass eben diese europäische Regelung einen Impfnationalismus verhindern würde. Aber genau der ist jetzt entstanden. Nein, ich glaube nicht, dass er entstanden ist, denn hier gibt es zwischen den Mitgliedstaaten ja augenblicklich Allianzen, um das zu ändern. Es gibt viele Mitgliedstaaten, die sich auch untereinander solidarisch zeigen. Ich erinnere daran, dass vor wenigen Tagen Frankreich und Deutschland, der Slowakei, die zurzeit von sehr hohen Infektionsraten betroffen ist, 115.000 Dosen bilateral zur Verfügung gestellt haben, zusätzlich über das slowakische Kontinent heraus. Es gibt also sehr viel mehr Solidarität und ich glaube, wir sollten nicht hochmütig sein und sagen, dass alles gut läuft. Ich glaube, es gibt viele Fehler auf allen Ebenen, auf nationaler, regionaler und europäischer Ebene. Wir sollten aber auch nicht kleinmütig werden, sondern jetzt anpacken, dass wir bis Sommer das hinbekommen. Und ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass bis zum Sommer alle Österreicherinnen und Österreicher und alle Nachbarstaaten geimpft sein können, wenn sie das wollen. Das österreichische Gesundheitsministerium meint heute, dass Österreich ca. 100.000 Dosen entgangen sein könnten durch dieses ganze Geschiebe. Es gibt allerdings auch Berechnungen, die zeigen, dass es im Maximalfall bis zu 760.000 Impfdosen sein könnten, die Österreich da entgangen sein könnten. Welche Zahl stimmt denn da? Also ich möchte mich nicht in die Debatten um Zahlen zwischen den einzelnen österreichischen Ministerien einmischen. Aber wenn der Prozess so transparent ist, dann müssten Sie diese Zahl doch wissen, oder? Ich glaube, die Zahl, die das ORF eben gezeigt hat, war eine richtige. Im Ergebnis hat Österreich, und das sieht man ja auch an den absoluten Zahlen, etwas mehr als 1% der Gesamtdosen, die in der Europäischen Union verimpft worden sind, bekommen. 50 Millionen Impfdosen sind verimpft worden. Österreich hat gerade die 1-Millionen-Grenze der Impfungen überschritten, also genau die 2%, die österreichische Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung ausmacht. Also wenn, kann es nur um kleinteilige Verschiebungen gehen. Insgesamt ist also Österreich hier anders als Bulgarien offenbar gut dabei und hat offenbar besser, als es in der Außendarstellung ist, hier verhandelt und mitgewirkt. Die EU-Kommission hat sich ein großes Ziel bei den Impfungen gesetzt. Bis Ende März sollen in allen europäischen Staaten 80% der Menschen in Gesundheitsberufen sowie 80% aller über 80-Jährigen geimpft sein. Auch Österreich ist da noch relativ weit entfernt. Knapp die Hälfte der über 85-Jährigen ist zurzeit überhaupt nur in Österreich geimpft. Werden Sie dieses Ziel erreichen? Also es ist nicht ein Ziel der Europäischen Kommission, sondern ein Ziel der gesamten Europäischen Union. Ich bitte nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass es gibt da nicht die Europäische Union in Brüssel, die da wie eine Besatzungsmacht irgendwas entscheidet, sondern gerade im Gesundheitsbereich sind alle 27 Mitgliedstaaten im selben Boot. Wenn Fehler gemacht werden, verantworten sie alle gemeinsam und Erfolg ist auch ein gemeinsamer. Was wir in Europa geschafft haben, ist, dass in den ersten 8 Wochen der Impfungen, zumindest in den Pflegeheimen und bei den vulnerabelsten Gruppen, die große Mehrzahl geimpft worden ist. Das als solche Das hätte ich vor einem Jahr nicht erwartet. Ich hätte vor einem Jahr übrigens auch nicht erwartet, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits 4 Impfstoffe haben. Umgekehrt ist aber auch richtig, wir alle wollen, dass es schneller geht, dass es deutlich schneller geht. Und das erfordert gemeinsame Anstrengungen. Das fordert eben nicht, jetzt auf Schuldzuweisungen oder jeden Tag wieder einen Versager der Woche zu suchen, sondern es geht darum, jetzt mit einem konstruktiven, pragmatischen Ansatz die Lösungen in Angriff zu nehmen. Und das müssen wir bis Sommer schaffen. Nochmal, ich bin zuversichtlich, wenn wir alle gemeinsam anpacken, das als gemeinsames Ziel sehen, dann werden wir bis zum Sommer es schaffen, dass 70% der europäischen Bevölkerung, die das will, geimpft werden kann. Aber dennoch ist Europa sehr, sehr langsam. In den USA wurden schon 107 Millionen Impfdosen verabreicht. In der EU sind es gerade mal 50 Millionen. Trägt da die Europäische Kommission nicht zumindest auch eine Mitverantwortung? Sie wäre wesentlich verantwortlich für die Verhandlung dieser Verträge. Wir tragen alle eine gemeinsame Verantwortung, aber nochmal, ja, wir sind etwas hinter den USA her, so etwa 5 bis 6 Wochen. Das liegt daran, dass wir in Europa etwas 50 Millionen Euro, das sind, 50 Millionen Dosen. Das ist genau das, was diese 5 bis 6 Wochen ausmacht, die wir in Europa die erfolgreichen Impfstoffe etwas später zugelassen haben. Warum ist das geschehen? Weil wir in Europa auf die Sicherheit der Impfstoffe gesetzt haben und keine Notzulassung gewählt haben, wie das in den USA der Fall war. Das hat einen großen Vorteil, dass wir jetzt sicher sein können, dass alle von der Europäischen Arzneimittelagentur
Agentur zugelassenen Impfstoffe alle Prüfungen durchlaufen haben. Das dauert manchmal etwas länger, aber die Gesundheit ist ein wichtiges Gut. Und die aktuelle Debatte um AstraZeneca zeigt ja, wie wichtig es ist, dass wir uns auf den wissenschaftlichen Sachverstand der Europäischen Arzneimittelagentur verlassen können und dass dann nicht jemand politisch schnell an den Experten vorbei entschieden hat. Herr Dr. Sellmayr, vielen Dank für den Besuch im Studio und schönen Abend. Danke für die Einladung.